Guten Tag. Hier sind die neuen Nachrichten aus dem Kulturzentrum Staaken, die KUS-Nachrichten für den Monat April diesmal. Die letzten drei Monate sind wie im Flug vergangen, gemäß dem Spruch 1, 2, 3 im Sauseschritt. Die Zeit läuft schnell, wir laufen mit. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei den nächsten Beiträgen. Hallo, ich bin Caroline Klotz, 21 Jahre alt und komme von der wunderschönen Sonneninsel Usedom. Ich bin dort geboren und aufgewachsen und habe da schon früh meine Leidenschaft für die Kunst entdeckt. Ich liebe an Usedom einfach, dass es so eine Art Gegensätze gibt. Es gibt die Seebäder, die voller Trubel sind, wo wahrscheinlich die meisten Urlauber die kennen. Und es gibt die sehr ruhigen Orte, die ich bevorzuge, zum Beispiel der Lieper Winkel oder die ganzen Dörfer bei Usedom, wo ich auch persönlich herkomme. Es ist einfach eine Auszeit und ein kleiner Urlaub. Derzeit lebe ich in Berlin und arbeite hier an einer Berliner Grundschule für die Fächer Mathematik und Kunst. Auch da sieht man meine Leidenschaft, die ich den Kindern versuche weiterzugeben. Und neben meinem Lehramtsstudium verfolge ich auch weiterhin meinen Traum der Kunst. Und wie man an meinen Bildern erkennt, habe ich mich auf Aquarelle spezialisiert. Ich liebe es einfach, die Landschaften damit darzustellen und so ein Stück Heimat mit in die Großstadt zu nehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist April, der Frühling steckt schon seine Nase um die Ecke und wir blicken zurück auf ein sehr erfolgreiches, buntes erstes Quartal hier bei uns im Kulturzentrum Staaken. Der Elvis-Imitator Daniel Buchholz, die Dixie Brothers und die beiden Shows zum St. Patrick's Day haben uns vier ausverkaufte Veranstaltungen beschert. War wunderbar, jede Veranstaltung für sich. Wir freuen uns sehr, dass es Ihnen so gut gefallen hat. Das ist der Moment, wo ich Sie gerne darauf hinweise, dass unser neues Programm draußen ist. Da drin werden die Monate Mai, Juni und Juli abgedeckt. Ein buntes Programm mit allerlei Spaßigem, Lustigem und Interessanten für Sie. Ich freue mich sehr darauf, im Namen des gesamten Teams des Kulturzentrums Staaken Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin, Ihr Detlef Kleinow. Mann, Leute, ich grüße euch. Ey, das kribbelt ja vielleicht in der Nase. Der Frühling fängt an. Und die vielen Blumen, die jetzt schon rauskommen. Aber das Komische ist ja, Mann, von Winterschlaf gleich zur Frühjahrsmüdigkeit, wie wir Berliner sagen. Naja, ich glaube aber, die Frühjahrsmüdigkeit, die wird ganz schnell wieder weggehen. Wisst ihr was? Kommt doch einfach wieder öfter mal ins Kulturzentrum. Da gibt es Musik und Schwurf und Tanz und eine ganze Menge mehr. Also, wir sehen uns denn. Bis denni, euer Dieter Durchblick und Tschüssikowski. So, das waren die neuesten Nachrichten aus dem Kulturzentrum Staaken. Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß dabei, diese tollen Beiträge zu sehen. Und wie immer zum Schluss möchte ich Ihnen einen Spruch sagen und der lautet diesmal: Die meisten Dinge, über die ich mir Sorgen mache, treten sowieso nie ein. Und tschüss.